Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, erstmal Strecken und so, ne? In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen Zepho erkundet und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen nach Hause. Und ja, leider ist vor unserem Zuhause, ja, hier ist richtig, ein AT-ST, der unser Schiff bombardiert. Also ja, den müssen wir uns erstmal kümmern, also schauen wir mal. Gut. Ich habe mir so überlegt, wir kriegen bestimmt irgendwann so einen Machtgriff noch, ne? Weil einige Sachen, weil nicht, einige Orte deuten irgendwie so darauf hin, dass wir da irgendwie was ziehen können. Und ich würde sagen, das machen wir dann erstmal, also holen wir uns das erstmal, wo auch immer wir das kriegen. Und ja, dann können wir die ganzen Planeten hier so erkunden. Ich meine, so wie das aussieht, scheinen wir ja nur irgendwie so ästhetische Sachen zu bekommen. Und ja, da muss ich nicht unbedingt sofort haben. So Upgrades für Macht und Leben, das ist schon so ein bisschen wichtiger. Aber so ästhetische Sachen, was so 90% aller Sachen sind, die ich finde, muss noch nicht sofort sein. Also ja, holen wir uns erstmal die ganzen Dinger. Und ja, aber vorher müssen wir uns hier um unseren ungebetenen Gast kümmern. So, wie mache ich denn das jetzt? Also das Gefühl, also wenn das Ding so schwer ist wie die AT-ST jetzt aus Jedi Knight, dann habe ich ein Problem, weil die waren unbesiegbar, wortwörtlich. Mir ist wortwörtlich irgendwie nur AT-ST begegnet, den konntest du nicht besiegen. Boah. Mir fällt gerade ein, ich habe vollkommen die Steuerung vergessen. Ist ja eigentlich nicht so schwer, wir können ja immer wieder hier reingehen, ne? Oh Gott, der Sohn, ich soll wahrscheinlich irgendwie näher an den herangehen, ne? Aber ich habe so gefühlt, also die einfachste Möglichkeit hier. Ich weiß natürlich nicht, wie schwer das. Ja, ich gehe hinter den, schießt noch weiter das Schiff ab. So, ich will mal gucken, wie viel Schaden ich mit meinem Lichtschwert mache. Okay, das ist schon ein bisschen mehr Schaden. Na, so weit geht das nicht, okay. Wahrscheinlich jetzt voll der tot langweilige Kampf, aber ich brauche Hilfe. Irgendwie, warte mal, kann ich nicht zurückwerfen, die sind blau. Versuche ich mal. Oh Gott. Boom, ha. Ihr Problem ist, mir geht aber die Heilung aus. Natürlich in die falsche Richtung und ich bin gleich so schon tot. Aha. Mal abbauen bitte. Ich schaffe den Kampf sowieso nicht mehr. Das glaube ich nicht da, wo ich hin muss. Aber gut. Als natürlich wieder hoch, wenn wir da, hier uns hoch rein. Ich bin ja gerade vollkommen falsch. Bitte stehe jetzt nicht genau hier. Nee. Du Pisser, du stehst jetzt genau da vorne. Wo ist denn jetzt irgendwo hier, glaube ich, ne? Gott, wehe. Gott. Bitte trifft mich jetzt nicht. Okay. So, versuchen wir nochmal. Aber ohne dutzende Male getroffen zu werden. Okay. Rein da.
Ja, wir bleiben im Fernkampf, habe ich so ein Gefühl. Okay. Gut, und das Doppelschwert bringt es irgendwie nicht so. Ich dachte, ich kann da gedrückt halten, aber irgendwie bringt es das nicht, habe ich so ein Gefühl. So, komm her. Oh, ja, sie sagt, macht auch ordentlich Schaden. Dann kann ich doch bestimmt auch zurückschießen. Ah. Ah. Nein. Ah, okay, stimmt. Na oh, und jetzt die ganze Arbeit noch mal zurückzugehen und mich hochzueilen. Schon wieder für die Katz. Okay. Das Problem ist jetzt noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, der Kampf an sich, sondern irgendwie, du hast sehr wenig Raum für Fehler. Du bist so schnell kaputt. Und ja, also du hast nicht irgendwie so viel Zeit, irgendwie so reinzukommen in den Kampf, weil du echt auf alles aufpassen musst. Also das ist irgendwie so der Trend dieses Spiels, so muss ich sagen. So, kann ich mich an das Ding anschleichen? Nee. Boom. Oh, und er hat gar keine Macht gekostet. Mann, warum habe ich denn nicht, ich habe gedrückt gehalten. Ja. Schieß mal so eine Rakete, die hat irgendwie am meisten Schaden gemacht, habe ich so ein Gefühl. Oh. Heilung. So. Warum? Weiß ich. Also ich halt gedrückt, ne, und der tut irgendwie nur die Granate werfen, die irgendwie ganz rechts von mir ist. Das funktioniert halt gar nicht. Jetzt kann ich nur noch zurückschießen, ja. Komm her! Hat er sie besiegt? Sehr gut. Was? Ehrlich? Ja, da saß noch einer drin. Ich kann das Ding nicht analysieren. Ich dachte. Den Typen auch nicht. Kann ich da einsteigen? Okay, das hätten wir geschafft. Lebt ihr alle noch? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sephowaisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Oh. Cordova hat einen Wookie-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookie, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja.
Mit Emma. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Noch hast du mich nicht umgemacht, ne? Da, ich habe da ein paar Parts, die was anderes sagen. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange. Coruscant. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren. Wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja. Bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Sie sei eine Schwester der Padawan. Können wir nicht aufgeben. Die Entbehrung in der. Da habe ich jetzt nur so in die Runde geworfen, wäre. Ne? Aber. Umsonst gewesen. Wenn das stimmt, dann weiß ich nicht. Und ich will natürlich keine Antwort darauf. Ah ja. Keine Ahnung. So, ich habe glaube ich ein paar Samen, die ich hier pflanzen kann, ne? Neue Samen gepflanzt. Kalpi, Traumwurz, Königsblume, Kapselnelke. Oder bringt auch irgendwie was, statt irgendwie nur so gut auszusehen in so einem kleinen Gebiet. Was geht? Ich scanne imperiale Daten. Ja, nicht, du siehst irgendwie aus, als würdest du gar nichts machen. Na. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Irgendwie. Ihr tut doch nur alles so. So, das soll ich als nächstes machen, ne? So, jetzt haben wir aber auch immer noch Datum hier offen, ne? Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Ja, aber finde Tafel auf Kashyyyk. So, warum haben die mir Datum hier schon so früh gegeben, wenn ich da anscheinend noch nicht hin kann? So, wir gehen jetzt nach Kashyyyk einfach. Die sagen mir, ich soll nach Kashyyyk, also gehe ich jetzt nach Kashyyyk. Ja, mal herausgefunden, wie das letzte Mal abgelaufen ist, ne? Ich bin irgendwo hingegangen, wo ich nicht sollte und ja, einfach für Fresse bekommen. Also ja, die sagen mir, ich gehe auf Kashyyyk, dann gehe ich auf Kashyyyk, ne? Ich meine, sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Was denn? Hilft doch drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, es war schwer. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt, als wären sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird. Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee. Wir müssen bereit für Veränderungen sein. Okay. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Gut, ich setz mich. Ja. Wow. Besprechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay, okay, okay. Also ein Teil mit dem Traktorstrahl. Ich sehe gar nichts. Weiß ich auch, das Empire at War. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Oh, und wir wurden schon entdeckt. Er hat jetzt gerade mitbekommen. Ja, da ist ein Jedi drauf. Oh Gott. Okay, Kashyyyk. Das
sieht nicht gut aus. Ein bisschen lebhafter aussehen als die anderen Orte. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Oder beides. Hey, der Weltenbaum. Das war ein Klonschiff. Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Ja. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Der Typ ist doch irre. Warum macht er so was Bescheuertes? Zum Glück sind Ruinen wasserdicht. Bin ich jetzt? So ein Kampflauf, ich wollte schon sagen. Ey, ich wurde gar nicht voll geheilt. Boah. Muss ich echt jetzt auf dem Schiff noch meditieren? Oh. Das war knapp. Super. Na, komm mal her. So, und nun. Ich würde gerne da hochgehen, aber irgendwo von irgendwo drauf springen. Wie kommen wir jetzt oben drauf? Ah, okay, okay, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Es geht da hoch. Wie Shadow of the Colossus hier. Okay. Wohin jetzt? Okay. Clever. Gott. Ja, jetzt muss ich auch noch Schüssen ausweichen. Werden wir schon nicht sehen. Also nur zur Spannung irgendwie, oder? Jetzt mal im Bad hier rumklettern. Also ich würde es irgendwie sicherer finden, wenn wir irgendwie vom Rücken aus dahin gehen, aber... Okay, macht er auch. Wir nach oben. Oh Gott. Okay. Wenn jetzt ja kein Speicherpunkt ist, dann bin ich wahrscheinlich tot. Oh, okay. Hallo. Kein Wolf. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Was, oh, ich konnte sogar warten. Es ist der Jedi. Hey, hier rauf. Schießt auf ihn. Ja, ich bin sowas von tot, glaube ich. Also ich habe noch in Kämpfen drauf.
Oh Gott. Auf an. Und jetzt du. Hat sogar gebracht. Oh nein, ich dachte, ich wäre außer Reichweite. Komm schon. So. Gott. Rest in peace, Bruder. Was ist mit denen? So, geht's nur hier weiter, ne? Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stopp. Ja, dadurch gehen die kaputt. Die haben noch einen Helm auf. What? Oh, gar nichts. Irgendwie so Rückblenden gehabt. We do not mess around. Alles klar, so, hi, na. Das sind also die Blaster. Damit werden also die Kanonen abgefeuert. Einer. Warum schießt du auf mich, Kollege? So. Das ist mal cool. Das ist so ein geiles Spiel. Oh, nein, das war. Ach, da ist eine Beheizung da auf der Seite. Ist das nicht ein Turm? Nee. Das ist ja wie Battlefront. Einer. Ich hoffe mal, alles, was ich hier abschieße, ist auch irgendwie imperial. Hey! Hey! Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen Sie noch wütender. Und einfach so ein Typ, ja. So, kommst mir nicht. So quer kann man irgendwie nicht so schnell frecken, also. Oh hi. Na? Auch hier? Die werden Sie so schnell nicht mehr benutzen. Oh, exklusive Sachen. Jawohl. Wir schaffen das. Eure Fighter mache ich auch kaputt. Aber du warst auf mich. Willst du, ich bin AT-AT. Komm her. Ah, Dreck. Ich muss ja unbedingt den abschießen, ne? Ja, oh, unseren Kampfläufer kaputt gemacht. Na gut, warte mal, sollte halt nicht passieren. Doch, okay. Wollte schon sagen, bin ich jetzt Game Over? Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Oh. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk?
Ja, das sieht aus wie eine Power-Rüstung aus Fallout. Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde... Ich habe irgendwie noch nie bemerkt, dass er vier Arme hat. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los. Okay. Okay. Ich muss mich mal kurz heilen. So, das ist schon Kapitel 3. Aber Datum hier war, glaube ich, schon Kapitel 2. So, wenn ich hier kurz nachgucke. Hier. Nach der Landung auf Datum erkämpften Kerl und okay. So habe ich schon irgendwie Kapitel 3 gemacht, mehr oder weniger. Interessant. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Wir meditieren. Aber ich muss mich hoch ein. Geht so nicht. Und so viel AP wir haben, ne? Wie viel AP wir haben. So, mein Lichtschwert würde ich auch mal gerne ein bisschen umbauen, wenn es geht, ne? So auf den Tisch geklatscht. So, Farbe, wir gehen wieder auf grün. So. Dann weiß ich nicht, versuche mal irgendwie so was zusammenzumischen. Das und das und das gehört sogar dazu, Dreck. Das und also nicht. Also ist in Ordnung. So, erstmal voll durch die Wand irgendwie so ein Loch gemacht. Sehr gut. Okay, neuer Planet. Kann sein, dass ich mir nur eingewählt habe. Ich glaube, diese Typen, gegen die wir gerade gekämpft haben, so ein bisschen mehr Schaden gemacht als die Otto Normal Scout-Truppler. Ist ja irgendwie selbstverständlich, ne? Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Ja. Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wird vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Radfahrer. Jemand was von den Partisanen gehört? Gerüchte in den Containers, aber nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Kopfgelder? Sollte ich deshalb besorgt sein? Glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Ob die Inquisitoren uns hier finden? Ja. Möglich wär's. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben es kaum hergeschafft. Die Partisanen und Wookies waren ausgeliefert. Kerl, deine Instinkte sind gut, aber das ist außerhalb deiner Kontrolle. Wir leisten unseren Teil. Mehr geht nicht. Viel Glück da drin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir enden den Part hier. Und... weiß ich nicht. Ja, man, ich muss da unten lang, ne?
Schon wieder was verpasst, okay. Und ich würde sagen, wir beenden den Part hier und in der nächsten Folge schauen wir uns mal hier um auf Kashyyyk, also dieser Basis. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.